Das heutige Rennen bestätigte den Großteil der Saisonresultate. Hilde Gerg fuhr auf der technisch anspruchsvollen und hervorragend präparierten Piste zunächst einmal die Bestzeit. Die bald 30-jährige Deutsche hoffte noch immer auf den Gewinn der Abfahrts-Weltcup-Kugel. Dann wurde sie von der Spitze verdrängt, weil die Französin Ingrid Jacquemot schon im oberen Streckenteil sehr stark fuhr und beste Zwischenzeiten realisierte. Bei ihr zu Hause in Val d'Isère hatte die europäische Weltcup-Saison begonnen. Heute fuhr Jacquemot um eine Zehntelsekunde schneller als Hilde Gerg. Das war die Führung. Blieb noch Renate Götschl, die Leaderin in der Disziplin Abfahrt. Oben lag die Österreicherin zwar noch knapp hinter der Konkurrenz zurück, dann aber erwischte sie die schnellen Passagen Richtung Ziel am besten von allen. Mit 57 Hundertstelsekunden Vorsprung gewann Renate Götschl nicht nur die letzte Abfahrt der Saison, sondern auch die Gesamtwertung. Es ist für mich ein toller Abschluss. Also, vor allem, es ist wirklich eine der schwierigsten Strecken. Und da ist es schön, wenn man so ein Rennen hinbringt. Und es freut mich natürlich ungeheuer. Ich hatte hier auch schon eine Verletzung hier in Lenzerheide mal. Und jetzt habe ich hier einmal gewonnen. Und das ist umso schöner. Vor allem dann die Kugel noch dazu, das ist toll. Renate Götschl vor Hilde Gerg und Michaela Dorfmeister die Abfahrtsschlusswertung des Winters. Silvian Berto als beste Schweizerin belegt den 9. Rang. Für Renate Götschl ist es die 4. kleine Abfahrtskugel nach 1997, 99 und 2004.